Wir sind hier in Stone Mountain mit unseren Freunden Gilha und Ayong und ihren beiden kleinen Kindern. Wir studieren hier zusammen und machen hier eine kleine Tour und erkunden die Gegend. Dieser Berg ist sehr, sehr geschichtsträchtig für die ganze Region. Das sieht man auch daran, dass hier jedes Wochenende so viele Menschen sind wie heute. Und es ist halt einfach unglaublich beeindruckend, wenn man ihn sieht. Es ist halt ein riesiger Stein oder Fels, insgesamt 500 Meter hoch. Auf dem Emblem sind drei Generäle zu sehen. Und zwar ist das einmal Jefferson, Lee und David. Ich hat mir da ein bisschen geholfen. Und genau, die drei sind große Figuren der Konföderierten. Und ja, dann ist es. Die Konföderierten sind ja generell jetzt gerade sehr umstritten und diese ganzen Denkmäler. Und dementsprechend ist es auch das hier. Also ein Punkt wegen der Konföderierten, man wollte Unabhängigkeit von Washington, und der andere Punkt ist natürlich die Sklaverei. Die Konföderierten wollten die beibehalten, um weiterhin ihre Plantagen zu halten, und haben dementsprechend dafür gekämpft, dass Schwarze weiter versklavt werden können. Auf diesem Stein obendrauf wurde der Ku Klux Klan wieder gegründet. Und bis es von dem Staat gekauft wurde hier und alles auch hergerichtet wurde, waren hier immer Ku Klux Klan-Treffen. Weil Dr. Martin Luther King in seiner Rede I Have a Dream auch erwähnt hat, Let Freedom Ring from Stone Mountain, gab es die Idee, dass man oben auf den Berg drauf eine Friedensglocke quasi drauf macht und diesen Satz hier unter drunter nochmal ein meißeln lässt, und das wäre quasi eine Möglichkeit, das wieder zusammenzubringen.